Die sind ja voll günstig, die Sachen hier. Ich könnte mir locker einen Megabogen von meinem Fleisch kaufen, aber das tue ich natürlich nicht. Nee, wir wollen ja selbst was erreichen. Ja. Und dann später die riesen Laser-Titanen aus dem Trailer töten. Ja, natürlich. So, ich habe jetzt gerade was erreicht, dadurch, dass da vorher Copper war. Und auf jeden Fall diese Gleiter, die will ich auch. Ja. Dadurch, dass da vorher Copper war und mit Copper kann man tolle Sachen machen. Ich habe jetzt eine Schusswaffe. Mit schön. 28 Kugeln. Das ist Wahnsinn. Ist jetzt nicht so geil. Nee, ah, ist nicht so geil. Ich bin an der Oberfläche. Aber jetzt können wir sollten dir das Gefühl geben, dass du was Tolles gemacht hast. Ja, ne? Wenn das nächste Mal irgend so ein Monsterviech kommt und hinter dir her ist, dann wirst du mir das noch danken. Wie viel Schaden macht das Ding? Die Schusswaffe macht 124. Ja, macht so viel wie mein Schwert. Na, ein bisschen mehr. Das, ne? Schwert verliert wenigstens Durability. Na, sowas. Wir sollten den Entwicklern unser Let's Play schicken, damit sie besser debuggen können. Genau. Weil sie das bestimmt angucken und Deutsch sprechen. Nee, wir können dann so lustige Pfeile mit da reinbasteln. Blinke Pfeile mit After Effects und so. Und das kannst du gerne. Ob ich mir die Mühe mache. Ja, eben. Kann doch einfach hier die YouTube-Funktion von wegen Übersetzer anmachen und dann kriegen sie da irgendwie so, ihr Schinken ist ziemlich klein raus. Ja, aber wie ganz halt Penis sagen? Nein. Keine Ahnung. Das denkst du. Oh, da unten ist es ziemlich dunkel bei euch, ne? Ich würde meine Fackel aufstellen. Es ist gar nicht so dunkel. Wenn man Fackeln hätte. Du einfach meine Fackel. Du bist ja unser Fackelmeister hier. Du bist für alles zuständig. Ich habe aber kein tierisches Fett. Das habe ich nämlich für die Patronen gebraucht. Geht das? Oh, wie viel Fett brauchst du denn für eine Patrone? Ja, nicht so viel. Ich brauche, für was brauche ich denn überhaupt das Fett? Das braucht man irgendwie für Gunpowder, glaube ich. Da oben ist noch was an der Decke, ne? Ja, aber das kam ich nicht ran. Also ja, deshalb baue ich jetzt den Boden ab. Also da kommt man nicht mehr ran. Das ist sinnvoll. Aber das ist dann halt so. Ist jetzt das ist voll so, spannend, direkt am Anfang vom Let's Play. Ja, das erwartet man, das ist halt kein Actionspiel. Vielleicht sollten wir mal weitergehen. Ich meine, wir müssen jetzt mittlerweile genug Eisen haben, oder? Ja, aber ich meine, hier ist noch Eisen. Nachher sind wir irgendwo und so, oh, wir brauchen Eisen, da müssen wir wieder was suchen. Ja, oder kaufen im Shop. Oder wir kommen dann einfach zurück. Ja. Ich dachte, wir gehen woanders hin. Ja, dachte ich auch. Ja. Das ist wirklich woanders. Keine Ahnung, 10 Minuten laufen oder so. Ich mag übrigens das Szenario, dass das quasi so ein Sandbox-Game ist, aber das erste Mal so nicht in mittelalterlicher Atmosphäre. Das hat halt was von Zukunft. Das hat man bis jetzt, glaube ich, noch nie gesehen in der Art. Ja, das ist schon ziemlich cool. Die Zukunft. Tadeus. Na, Känguru. Oh, totes Tschüss, Känguru. Ja, ich geh mal ein bisschen jagen. Stefan, hiermit verleihe ich dir den Titel Känguru-Mörder. Yay! Ich habe von Großmeister Dennis einen Titel bekommen. Was habt ihr jetzt so bisher eingesammelt? Zink und Eisen. Ja. Okay. Ich möchte Mengenangabe. Und Dreck. 1000 Zink und fast 500 Eisen. Ich guck gleich nach. Ich möchte besser sein, deswegen muss ich nach. Ja klar, ihr habt ja auch eine. Guck mal kurz. Ich habe 752 Zink und 287 Eisen. Also dann bin ich auf dem ersten Platz, dann kommt Dennis. Ja, ist das hier ein Wettrennen? Ja, ich habe nämlich 3000 Zink und 1200 Eisen gesammelt. Das finde ich aber, die meinen schon. Also, ne? Ich fühle mich einfach besser, das ist alles. Wie ist das hier nicht, das Race? Oder wie? Ja, ich nehme ja auch auf. Ich muss mich ja auf andere Dinge konzentrieren. Ich will euch mitteilen, dass es wieder dunkel wird. Das ist korrekt und wir mögen das hier gerne, deswegen buddeln wir halt weiter runter. Richtig. Oder wir gehen raus und töten wieder Riesenspinnen. Jetzt sowieso zu spät, also lass uns lieber buddeln die Nacht. Buddeln. Erinnert mich an Buddler aus Atlantis. Also aus dem Disney-Film. Ja, der war toll. Poseidon. Ich fand den toll. Der war auch toll. Ist ja nicht so, als hättest du eine Meinung. Bildler.
Ich will tierisches Leder. Aber so wie es aussieht, kommen wir dann so langsam hier. Gibt es auch nicht tierisches Leder? Ja, menschliches Leder, das ziehe ich dir gleich ab. Ja, aber du bist auch ein Tier. Wir halten hier unten alle zusammen. Du wirst mit Pickaxes kaputt gehauen. Eine Schusswaffe. Ich habe wenn wir jetzt in einem Pen and Paper Game wären, wie wären unsere Chancen? Naja, ihr müsst mal drauf würfeln. Also da es ein Gewehr ist und nicht einfach nur eine Pistole. Das erinnert mich irgendwie an vier Leute, die in letzter Zeit Pen and Paper gespielt haben und an eine ähnliche Situation gekommen sind. Mit einem Typen mit einer Shotgun. Oder der mit dem Bogen. Es gibt ja hier unten noch Mali, also durch die Dunkelheit würde ich sagen, ihr kriegt noch ein -1. Nee, ja, super, der Schusswaffe kriegt den Malus. Warum wir haben uns an die Dunkelheit gewöhnt. Draußen. Ja, er meine ich. Wenn er jetzt hier runterspringt, dann... So, aber du meinst warum spielt er hier runter? Kann er einfach von oben schießen. Dann kriegt er einen... Ich wirf einfach eine Fackel und Bonus. Oh, ich falle hier ziemlich tief. Hilfe, Manuel, pull den Weg raus. Ich denke, wer ist... kann ich... Hör auf zu ballern, da. Okay. Bist du uncool? Hast du noch kein Jetpack? Tja... Immer noch cooler als du. Das ist... Okay, wo sind eigentlich die Fackeln? Ich dachte, irgendjemand wollte hier Fackeln aufstellen. Niemand hat Fackeln gemacht. Ah, sehr gut. Yay. Das ist eine Fackel oder ist das ein Leuchtfeuer? Das ist eine Fackel, die er hingelegt hat. Sieht man jetzt bis oben rausstrahlen. Total hell. Alle Spinnen kommen jetzt hier runter in der Nacht. Einfach... Vor allem das Schlimme ist, den Sound, den kann man noch nicht leiter bzw. ausstellen. Das kackt so von an. Von was? Von der Fackel. Alter, wenn man da nahe kommt, ist das lustig. Doch, meiner ist eigentlich sehr angenehm, der Sound. 3D-Sound, du? Nein, geh mal da ran. Ja, hab ich doch gerade. Nein, richtig. Geh rein. Unterstellst du mir, dass ich Sachen nicht richtig mache? Ja. Vielleicht. Eiskalt. Achso. Ihr seid alle so gemein zu mir heute. Würden wir nie sein. Nur heute? Dennis, korrigiere. Wir machen da was falsch. Das müssen wir ändern. Kann man irgendwas mit Dreck machen? Ja, wegwerfen. Dick. Vielleicht kann man hier Dreckleitern bauen. Bestimmt. Hier, benutze meine sichere Dreckleiter. Sie wird dich bis zur Spitze führen. Oder du wirst vorher abstürzen und elendig zugrunde gehen. Du kannst es genau einmal versuchen. Also wenn wir nicht mittlerweile genug Eisen haben, Freunde. Ja. Wahrscheinlich werden wir aber nie wieder meinen müssen. Wir sind Menschen, wir müssen die Umwelt ausnehmen. Richtig. Aber die Umwelt wird sich rächen. Ja. Das wird sich aber so oder so. In Form von riesigen Spinnen, Tsunamis und Godzilla. Das ist einfach nur ein Präventivschlag hier. Vor allem Godzilla, das ist wichtig. Ja, Dennis, das mit wegen, das geht langsam zu Ende, ne? Ja, ich meinte so der Umfang. Also nee, der Radius. Schauen wir doch mal auf dem Handheld-PC, was der denn dazu sagt. Er sagt, dieses Ding ist riesig. Keine Veränderung. Der sagt, dass es nach unten hin noch breiter wird. Wie haben wir denn bisher? Obwohl, es wird doch hier enger, wenn ich mir so die Umrisse angucke. Vor allem der Witz ist ja, dass wir hier eigentlich Zink gefunden haben und kein Eisen. Doch. Ja, es ist klar, aber ich meine, es ist auch Eisen bei. Ja klar, aber halt extrem viel Woran Eisen. Siehst du den Unterschied? Ganz einfach, wenn du bei deinem Scanner jetzt mal Iron ausschalten wirst, beziehungsweise wenn du abhackst, dann bekommst du immer zuerst Zink und dann Eisen raus. Ah, okay. Also bei mir wird es hier weniger. Ja, schau mal auf den Handheld. Ich guck doch nicht. Man könnte übrigens noch erwähnen, dass die Entwickler geschrieben haben, dass das eine neue Art von Engine ist, wo die Welt quasi komplett zerlegbar ist, aber sehr dynamisch angepasst ist. Ist also irgendwie was Neues, aber... Und das Tolle ist, jetzt kommen wir hier schon wieder nicht raus. Nein. Ja, Dennis, dein Job. Kommen wir auch nicht wieder, kommt auch nichts von draußen rein. Oh, jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Gibt's Physik? Also können Objekte fliegen oder? Du kannst später fliegen. Ja, wenn ich oder jetzt hier außen rum baue, das Feuer. Ich würde sagen, das fällt runter. Meinst du? Also wenn, ja, vielleicht. Probier's doch einfach aus. Nein, es fliegt.
Ja, da ist auch noch Erde. Achso, das meinst du, ja. Ja. Die Erde kann fliegen, aber ich glaube, wenn du die Erde wegbaust, fährt die Fackel runter. Obwohl. Ja, wer weiß. Stefan, hast du noch eine Fackel? Nein, ich habe kein Fett mehr. Wie viel brauchst du? Eins, aber ihr könnt ja gern selber Fackeln bauen. Kann ich auch, ja. Eine sehr seltsame Welt hier. Fackeln. Aber ich finde trotzdem, dass wir gleich mal irgendwo anders hingehen sollten, einfach auch um was anderes mal zu zeigen. Ich dachte, wir warten doch jetzt die Nacht ab und dann gehen wir los. Deshalb sagte ich ja gleich. Ja, ich dachte, das wäre klar. Okay. Wahrscheinlich auch. Für mich war das nicht klar, ich habe nämlich wieder nicht zugehört. Ach so, Alter, dann verstehe ich das natürlich. Ja. Creating. Mal gucken, ob das in irgendeinem... Was macht man denn mit Zink Spezielles? Boah, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber das brauchst du später bestimmt. Hat wer Holz? Ein Holz? Hat wer ein Holz? Ich brauche Holz. Ein Holz. Ja. Staub. Ja, Holz geben. Ich mag die Ego nicht so gerne. Sieht man nicht so genau, ob man... Ein Holz im Public Inventory. Deswegen musst du genug abbauen, dass es wieder weg ist. Ja. Nice. Ich habe Feuer gemacht. Und wie setze ich die? Einfach aus dem Inventar ziehen, oder? Ja. Lasst uns herumtanzen. Tada! Alter, ist das laut. Kann man hier auch schon kochen? Jein. Ja, craften halt. Aber es gibt jetzt noch keine Cooking Station oder so. Ach so, okay. Also wenn ich jetzt ein Feuer habe, dann kann ich das nicht nutzen, um das Fleisch besser zu machen. Ja doch, du kannst ja mit einer Fackel und einem Fleisch kannst du gebratenes oder kannst du einen Spieß craften. Aber wahrscheinlich dann aber auch im Crafting-Menü, ne? Ja, klar. Yay, und sie graben immer noch. Ja, ist ja auch immer noch dunkel, oder? Ja, leider. Ich guck gerade jetzt mal nach, was mit Zink zu machen ist. Guckt den wunderschönen Sternenhimmel an. Kann ich in der Ego-Perspektive. Ach, da. Ah, ist das nicht friedlich hier? Nein. Oh. Ich habe ständig Angst zu sterben. Das bezeichne ich nicht als friedlich. Ja, die Fackel schwebt. Ich habe keine Angst, denn ihr seid in meiner Umgebung. Genau das sollte dir Angst machen. Ich habe, während ich den Satz gesagt habe, noch überlegt, aber... Los, arbeit schneller, Gesindel! Ich habe... Ah, Hilfe, woher hat er die Knarre? Vor allem noch so eine fortschrittliche. Die ist gar nicht so teuer, witzigerweise. Kannst du damit auch neue Kugeln craften allein oder musst du das immer mit der Waffe in Kombination machen? Ich kann neue Kugeln allein craften. Womit machst du das? Oh Gott, dafür brauchst du ziemlich viel. Also jetzt Achtung. Ich brauche für eine Bullet, beziehungsweise es kommen immer gleich 7 Bullets raus, brauche ich erstmal Copper. Das geht, das habe ich noch, aber dann brauche ich noch Gunpowder. So, jetzt dafür Gunpowder. Für Gunpowder brauche ich Sulfur und Charcoal. Ach, deshalb wolltest du Sulfur haben. Ja, genau. Also Sulfur findet man so und Charcoal kriegst du wiederum, wenn du... Warte mal, ganz kurz, irgendwie laufen hier gerade... Stehen hier gerade alle rum. Charcoal? Ja, weil wir alle rumstehen. Ach, wenn man bei meinen... macht mir ja keine Animation, oder? Für Charcoal brauchst du Holz und tierisches Fett. Und Fett habe ich leider gerade keins mehr. Okay. Hat noch jemand Fett? Weiß ich, mein Charakter wirkt recht dünn. Ich guck mal kurz. Also kann ich dir nichts rausschneiden. Es wird heller, wir könnten uns fortbewegen. Anfangen uns fortzubewegen. Soll ich dachte, fortpflanzen? Nein. Endlich. Oh, tut mir leid, Manuel, ich hab dich da ein bisschen... Na gut, und wie kommen wir hier raus? Hier rüber. Witzigerweise habe ich jetzt ja auch noch... Mal das da oben weg. Ja, doch, komm schon. Witzigerweise habe ich jetzt auch noch keinen Stamina verloren. Ne, das stimmt. Hier gibt es Stamina? Das Essen das rote unten links, das ist dein Essen, Hunger, was auch immer. Ah, und das blaue ist dein Atem. Ich glaube, der Server ist, also Multiplayer, da fehlt noch ein bisschen was. In welche Richtung gehen wir denn? Ich glaube, ich würde sagen, Norden. Boston? Ja. Norden. Weiß nicht, da kam die dicke Spinne her. Ja, Norden. Folgt mir.
Norden. Dab, 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 dab. Zieht euer Schwert, ihr tapferen Recken. Roar. Kann man ja auch zwei Einhandschwerter tragen? Das wäre cool. Hm. Wo sind die Titans? Die fallen. Was ist das hier für ein Material? Ist das da, Lehm? Da hinten ist es. Ist das, das ist Gras? Grün. Das ist grün. Ja. Ich sag, da reicht es Spinne. Nur Spinne. Spinne, zieht eure Schwerter und verprügelt. Okay, dann nicht. Schießt sie tot. Alleine gehe ich da auch nicht hin. Ist eine gute Idee. Dann lasst uns mal diese Bäume finden, die so, also diese Riesenteile. Und, ja, die Stargate-Ding. Die Stargate-Ding, ja, genau. Die auch interessant, dass es hier irgendwie so einfach mal komplett in einer Linie ist, ne? Also, sollen wir hier mal direkt den ersten Baum fällen und gucken, was der so abgibt? Ja, hier, der Baum hier gibt Ding ab, ne? Frame-Einbrüche, aber hart. Aber wartet mal, ich hab da hinten noch... Ja, das Gras scheint ziemlich zu ziehen. Ja. Geiles Gras! Das zieht voll durch! Ist das Limestone? Ja, das hier, was ich jetzt abbauen will, ist Limestone, falls du mir hinterher gelaufen bist. Nein, ich guck dir vom Weiten nur zu. Ja, und in dem Limestone ist Copper drin, darum will ich den abbauen. Wood, Rubber und Resin. Okay, dann lass uns mal das hier fällen. Wir können auch den Riesenkaktus fällen. So. Müssen wir mit dem Gras leben. Ich mag Gras. Und ihr? Ja. Ja, kommt gut drauf an. Achso, ich brauche übrigens immer noch eine Axt. Dahin ist Wasser. Ja, aber wir haben ja keinen Durst. Plant Fiber. Die droppen Plant Fiber. Ah, los. Sehr schön. Also die Dinger da, die keine Blätter haben. Gut. Und ihr könnt euch zum Beispiel mit, gibt's einen Stilbogen? Glaub schon. Die Pfeile sind relativ billig. Was heißt relativ? Die sind super billig. Mhm.